Dann rufen wir auf den Tagesordnungspunkt Nummer 16. Antrag Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten, Zahl der Mitglieder in der Parlamentarischen Kontrollkommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen, Drucksache 120/20, zusammen mit dem Antrag Fraktion der AfD, Parlamentarische Kontrollkommission, Verfassungsschutz, Nummer 181/20, zusammen mit dem Antrag, jetzt muss ich hier wieder blättern, der Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Parlamentarische Kontrollkommission, Verfassungsschutz, Drucksache 20-234. Ich eröffne die Aussprache, und als Erstes hat sich Herr Gaw für die Fraktion der AfD zu Wort gemeldet. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Parlamentarische Kontrollkommission soll das Parlament, also die vertretenen Parteien bzw. Fraktionen, widerspiegeln, die Mehrheitsverhältnisse wahren und vom aktuellen Landtag gestellt werden. Im Gegensatz zum ursprünglichen Vorschlag der Regierungskoalition, wo nur 3 Fraktionen vertreten gewesen wären, ist dies grundsätzlich sowohl mit unserem Antrag als auch mit dem von SPD und FDP möglich. Der nun vorliegende neue Vorschlag der Regierungskoalition lässt leider darauf schließen, dass nicht alle Fraktionen vertreten sein werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und Die Grüne, natürlich ist es etwas befremdlich, wenn es hier eine Fraktion gibt, welche die Auflösung des Verfassungsschutzes fordert. Aber auch das gehört zur Demokratie dazu. Wenn sich mir bei solchen Forderungen auch die Nackenhaare aufstellen, das möchte ich auch erwähnen. Der Verfassungsschutz ist ein Eckpfeiler unter anderem im Kampf gegen Extremismus. Und deshalb ist die Forderung von DIE LINKE für die AfD-Fraktion geradezu absurd. Wir sagen Ja zum Verfassungsschutz, zur gemeinsamen parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes, aber Nein zur politischen Einflussnahme. Weiterhin hoffen wir, dass Sie sich von guter parlamentarischer Tradition und demokratischen Werten noch nicht so weit entfernt haben und allen Fraktionen mindestens einen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission zukommen lassen. In meinem Demokratieverständnis sollten wir darüber eigentlich gar nicht erst ringen müssen. Aus den eben erläuterten Gründen müssen wir den Antrag der Regierungskoalition ablehnen und bitten um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Danke, Herr Gaw. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Wählerinnen und Wähler haben in Hessen entschieden, wie sich dieser Hessische Landtag zusammensetzt. Da gibt es Fraktionen, die mag man weniger, und es gibt Fraktionen, die mag man vielleicht etwas mehr. Mir gefällt auch nicht, welchen Einfluss jetzt mittlerweile die GRÜNEN in einer Landesregierung haben. Mir gefällt vielleicht die ganze Landesregierung nicht, bzw. dass wir nicht daran beteiligt sind. Aber es sind Entscheidungen getroffen worden, dass AfD und LINKE jetzt diesem Hessischen Landtag angehören. Meine Damen und Herren, ich finde, es ist richtig, wenn wir dieses Wahlergebnis auch akzeptieren. Und es sollte uns als gute Demokraten auch möglich sein, die inhaltliche Auseinandersetzung
mit den Fraktionen zu führen, die uns vielleicht nicht so genehm sind und die Thesen und Positionen vertreten, die wir mitnichten teilen. Es hat keinen Sinn, Fraktionen dadurch zu ächten, indem man sie durch die Institutionen versucht zu bestrafen. Meine Damen und Herren, wir müssen die inhaltliche politische Auseinandersetzung suchen, sie transparent machen, aber niemanden hier ausgrenzen, wo es nicht nötig ist. Ich weiß, dass auch dieses Haus auch viele Jahre auch immer mit der Linksfraktion gehadert hat. Dann stellt man aber fest, dass der Deutsche Bundestag zum Beispiel einen Vorsitzenden für die Parlamentarische Kontrollkommission hatte, der Linksfraktion angehört hat. Wenn es der Deutsche Bundestag aushält, frage ich mich, warum wir das nicht aushalten können. Meine Damen und Herren, wir haben einen Antrag eingebracht, der die Parlamentarische Kontrollkommission auf eine Größe hebt, dass sie nicht zu groß ist, um dem Ansinnen dann nachher nicht mehr gerecht zu werden, aber auf der anderen Seite jede Fraktion auch vertreten ist. Und vor allen Dingen bei der Frage, wie groß ist das Gremium, hatte bis dahin CDU und GRÜNE keine Handlungsbereitschaft bewiesen, sondern SPD und FDP mussten hier einmal einen Vorschlag machen, dass wir einmal in die Diskussion eingestiegen sind. Meine Damen und Herren, in Anbetracht der Tatsache, dass wir einen Untersuchungsausschuss hatten zu den Vorgängen des NSU hier in Hessen, verbietet sich es von alleine anzustreben, das Gremium zu verkleinern. Meine Damen und Herren, das Parlamentarische Kontrollgremium des Verfassungsschutzes ist allerdings auch ein starkes Gremium. Wenn wir die Zahl auf 9 Mitglieder festlegen wollen, dann wissen wir durchaus, dass das ein sensibles Gremium ist. Aber ob Linke oder AfD, wenn sie in dem Gremium sind, sind der absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Und anzunehmen, dass dort ein Geheimnisverrat passiert, ja, der redet dieses ganze Gremium ja ad absurdum. Und dennoch halten wir als FDP es für geboten, eine größtmögliche demokratische Kontrolle nach den Erfahrungen, die wir auch gerade in Hessen gemacht haben, hier in diesem Parlament zu ermöglichen. Wir sind eine starke Demokratie. Und wir werden das als Parlament aushalten, dass es hier Fraktionen gibt, deren Auffassung wir zutiefst ablehnen. Und doch werden wir es aushalten, sie in ein solches Gremium mit hineinzunehmen, wo der eine oder andere vielleicht denken mag, da gehört er nicht hin. Aber ich glaube, dass unsere Demokratie und unser Parlament solch eine Kontrolle verdient und dass wir das auch aushalten werden. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bellino zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beantragen, darauf wurde bereits hingewiesen, die Parlamentarische Kontrollkommission zu einem 7er Gremium zu machen. Und, geschätzter Kollege Lenders, das heißt nicht, dass wir die verkleinern. Wir machen sie größer. Denn bisher waren es 5. Und wir sagen, das sind jetzt 7, ja, weil so dargestellt wurde, als ob wir das verkleinern wollten. Also so viel Zeit sollte sein. Und, der Kollege der AfD hat es richtig erkannt. Wir wollen nicht jede Fraktion in dieser Parlamentarischen Kontrollkommission vertreten haben. Das haben wir in den vergangenen Legislaturperioden immer wieder den LINKEN erklärt. Wir erklären es Ihnen auch gerne. Auch, denn für uns ist wichtig, dass wirklich kein Verdacht besteht bezüglich der Frage, ob man auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht oder nicht. Und da haben wir uns ja schon wechselseitig Frau Kollegin Wissler ausgetauscht. Und bei Ihnen hört man jede Woche etwas anderes, ob es die junge Alternative sind oder ob es Verdachtsmomente sind. Das kann für uns nicht gehen, zumal wir das Gesetz in der letzten Legislaturperiode ja noch im Sinne einer Transparenz
verbessert haben. Die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission können in das Landesamt für Verfassungsschutz gehen und können dort die Klarnamen von Zuträgern des Verfassungsschutzes sehen. Sie können in die Details einsteigen. Sie haben doch die Diskussion mit der identitären Bewegung. Also, da stellen sich mir die Nackenhaare, um das zu zitieren, wenn ich mir vorstelle, dass der ein oder andere dann dort entsprechend tätig wird. Klären Sie das erst einmal in Ihrer Fraktion. Wir werden da vielleicht in dieser Legislaturperiode ja vielleicht auch noch etwas erleben. Bei der Festsetzung auf die Zahl 7 haben wir uns von zwei Dingen tragen lassen. Zum einen von der Tatsache, dass Gremien, die sich in der Tat mit dem Verfassungsschutz befassen, die hier eine Kontrollfunktion ausführen müssen, die eben dann auch geheime Dinge zu Gesicht bekommen, dass diese Gremien überschaubar sein müssen von der Anzahl. Und zum Zweiten haben wir uns davon tragen lassen, dass eben in der Tat, und das ist eine Selbstverständlichkeit, auch die Opposition entsprechend dort berücksichtigt werden muss. Und deshalb haben wir von der anfänglichen Überlegung, ob wir auf 3 gehen, auf den Hinweis der SPD, dass dies ja dann bedeutet, 2 von der regierungstragenden Fraktionen und einer von der Opposition abgewichen sind. Das war eine Sache von ein paar Minuten. Und haben gesagt, dann machen wir es anders als in Rheinland-Pfalz, wo eben dieses Gremium in der Tat aus 3 Menschen besteht, und gehen hier, wie Sie jetzt gelesen haben, auf das 7-köpfige Gremium. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass dann eben diese Balance auch möglich ist. Auf der einen Seite ist es nicht groß genug oder zu groß, und auf der anderen Seite ist eben durch das 7-köpfige Gremium gewährleistet, dass hier eine entsprechende Kontrolle von Demokraten stattfinden kann. Ich darf bei dieser Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass wir heute oder morgen auch über die Zusammensetzung der G13-Kommission befinden werden. Im Sinne einer Sitzungsökonomie darf ich darauf hinweisen, dass wir hier einen gemeinsamen Antrag von CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN und SPD einbringen werden, der die G13-Kommission wie auch die G10-Kommission auf 3 Mitglieder entsprechend begrenzt bzw. besetzt. Ich denke, dass dies auch eine Mehrheit finden wird. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, dargestellt zu haben, dass diese 7-köpfige Parlamentarische Kontrollkommission ihre Arbeit machen kann. Ich bin sicher, dass dies dann auch im Sinne einerseits der Verteidigung unserer Demokratie und auf der anderen Seite eben der Kontrolle derer, die dort entsprechende Fakten verwalten, erarbeiten, dass die dann auch möglich ist. Insofern ist das, wie ich bereits sagte, aus unserer Sicht die richtige Balance. Und wir bitten dann auch um entsprechende Zustimmung. Besten Dank. Danke, Herr Bellino. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, morgen werden wir aller Voraussicht nach die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes wählen. Das ist auch dringend notwendig, nachdem der Landtag der 20. Wahlperiode sich am 18. Januar konstituiert hat. Es lag nicht an den Oppositionsfraktionen, dass wir das erst morgen wählen können, sondern es lag daran, weil augenscheinlich CDU und GRÜNE sich nicht einig waren über die Zusammensetzung, die Zahl der Mitglieder. Das kann man ja benennen, das ist ja so. Das ist ja auch nichts Ehrenrühriges. Es ist allerdings, Herr Kollege Wagner, weil Sie das beim letzten Mal auch so angelegt haben, zu sagen, es wäre ein Skandal, was wir gemacht hätten. Also wissen Sie, wenn wir als Oppositionsfraktion darauf hinweisen, dass ein Kontrollgremium möglichst zeitnah zu Beginn der Wahlperiode konstituiert wird, dann ist das kein Skandal, sondern dann ist das eine zwingende Notwendigkeit. Und da gibt es nichts, hier von Ihrer Sicht an uns herumzukritteln. Ich sage das deswegen, weil ich auch den Eindruck habe, damit versucht man natürlich bewusst Stimmung zu machen. Als jemand, der der Kontrollkommission über viele Jahre angehört, auch mal eine Wahlperiode deren Vorsitzender war, weiß ich, wie die Arbeit ist. Und, ja, wir als SPD-Fraktion könnten uns gut vorstellen, dass alle Fraktionen dieses Hauses Mitglied der Kontrollkommission sind, dass auch die breite Mehrheit des Landtages abgebildet wird. Wir wählen dann in einem zweiten Schritt Personen. Personen, die nicht unser Vertrauen als Landtag nicht genießen, werden auch nicht gewählt. Auch das ist schon praktiziert worden. Das ist eine zweite Schwelle, das will ich sagen. Und im Übrigen, ich will das noch einmal bestätigen und bekräftigen, was Kollege Lenders sagt. Wenn der Deutsche Bundestag nichts gegen die Wichtigkeit des Hessischen Landtages, nichts gegen die Wichtigkeit, die Dr. H.C. Hahn, Ihre Wichtigkeit ist unstrittig. Das ist jetzt mal. Nein!
Nichts gegen die Wichtigkeit von uns als Abgeordnete des Hessischen Landtags. Wenn der Deutsche Bundestag in der Lage ist, Fraktionen quer über die Regierungsmehrheit hinaus einzubinden in die Arbeit der Kontrollkommission, wenn sogar einmal eine Wahlperiode ein Abgeordneter der Fraktion der LINKEN sogar deren Vorsitzender war und die Bundesrepublik Deutschland nicht zusammengebrochen ist, dann finde ich, ist das ein Tatbestand, der uns zu denken geben müsste. Ich will ausdrücklich für die SPD-Fraktion sagen, die Gleichsetzung, die insbesondere die CDU macht, LINKE und AfD, die teilen wir ausdrücklich nicht. Die Gleichsetzung teilen wir ausdrücklich nicht. Das schließt nicht aus, und das haben wir auch bewiesen, dass wir, wenn bestimmte Positionen für uns nicht akzeptabel und nicht diskussionsfähig sind oder falsch sind, auch so thematisiert werden. Das haben wir, glaube ich, bewiesen, auch an Personen. Aber ein so differenziertes Bild sind wir in der Lage, an der Stelle abzugehen. Und deswegen haben wir im letzten Plenum den Antrag, den Sie nicht als dringlich angesehen haben, der war natürlich dringlich, aber Mehrheit ist ja Wahrheit, heute zu behandeln. Wir schlagen 9 Mitglieder vor. Der Antrag ist in der Sache gerecht. Sie schlagen als Regierungskoalition 7 vor. Damit dokumentieren Sie auch, und Kollege Bellino hat es ja auch gesagt, was die Absicht hinter dem Antrag ist. Und Sie haben dankenswerterweise auch bestätigt, dass Sie mal einen kurzen Moment der Überlegung hatten, nur 3 Mitglieder zu berufen auf unseren, glaube ich, mehr als sachlichen Hinweis, dass das nicht ernst gemeint sein kann, dass eine Person aus der Opposition Hunderte von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes kontrolliert, haben Sie diesen Vorschlag dann auch zu den Akten gelegt. Das will ich an der Stelle sagen. Aber, meine Damen und Herren, weil Sie sagen, wir haben letztes Jahr das Gesetz novelliert, die Kontrollrechte des Parlaments reichen uns nicht aus. Es reicht uns insbesondere nicht aus, dass die Abgeordneten in der Kontrollkommission über keinerlei Hilfskräfte verfügen, dass wir nicht etwa Beamte, Mitarbeiter des Landesamtes auch einmal selbst befragen, vernehmen können, das, was woanders möglich ist. Deswegen müssen wir und werden wir einen erneuten Anlauf unternehmen, die Kontrollrechte des Parlaments tatsächlich zu stärken, weil eine effektive Kontrolle kann auch nur funktionieren, weil wir haben nicht den Regierungsapparat im Hintergrund. Das muss man an der Stelle sehr deutlich sagen. Wir dürfen keine Aufzeichnungen machen. Die müssen dann nach der Sitzung im Tresor verschlossen werden. Also man kann das auch nicht bearbeiten. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind schon stark eingeschränkt. Und wenn es Ihnen ernst um die Sache ist, müssen Sie mit uns gemeinsam den Weg gehen. Wir werden heute entscheiden in der Sache, ob 9 oder 7. Ich will für die SPD-Fraktion sagen, weil ich auch nicht, wir nicht den Eindruck haben, dass das immer und offen so kommuniziert wird. Wir werden ein Pairing heute machen. Ich sage das ausdrücklich, damit die breite Öffentlichkeit weiß. Eine Kollegin von den GRÜNEN ist heute aus persönlichen Gründen verhindert. Das haben wir auch wechselseitig besprochen. Das akzeptieren wir auch und nutzen es nicht aus, um eine Mehrheit zu bekommen. Aber ich will auch sagen, das ist ein Entgegenkommen. Wir stehen zu dem, was wir verabredet haben. Aber ich will auch sehr deutlich sagen, Pairing heißt nicht, dass das alles so in Nebensätzen dann geht und eine Selbstverständlichkeit ist, sondern das ist ein wechselseitiges Vertrauen. Ich will deutlich machen, in der Sache bleiben wir für 9, weil wir das in der Sache gerechtfertigt halten, Mitglieder der Kontrollkommission. Aber wir stehen heute zu dem Pairing, und deswegen wird eine Person heute an der Abstimmung nicht teilnehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im NSU-Untersuchungsausschuss, in Anhörungen und zahllosen Debatten ist deutlich geworden, die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes in Hessen ist mangelhaft. Sie ist rechtlich mangelhaft, weil die Abgeordneten kaum Rechte haben. Kollege Rudolph hat gerade darauf hingewiesen. Sie ist wegen ihrer besonderen Geheimhaltung mangelhaft, weil anders als in anderen Parlamenten alles geheim bleibt und nicht einmal Vorgänge von erheblicher Bedeutung abstrakt öffentlich gemacht werden können. Sie ist politisch mangelhaft, weil zuletzt nur 3 oder 5 Fraktionen vertreten waren, davon 3 von 5 Fraktionen vertreten waren, davon 2 Regierungsfraktionen. Und sie ist objektiv gescheitert, wie wir unter anderem im NSU-Ausschuss feststellen mussten. So ist das Kontrollgremium weiterhin ein Feigenblatt, ein Placebo, eher ein Kontrollverhinderungsgremium. Und das muss sich unserer Meinung nach ändern.
dass die stärkere parlamentarische Kontrolle, die auch von den Regierungsfraktionen letztes Jahr noch beim Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses mit sozusagen vorgetragen wurde, dann schnell endet, wenn man sozusagen in parteipolitisches Kalkül reinkommt, ist ja deutlich geworden. Ich bin Herrn Bellino ausdrücklich dankbar, dass er noch einmal die Diskussion, die es im Hintergrund gegeben hat in den letzten Wochen, die auch zu Überlegungen der Koalition, insbesondere der CDU, führten, das Kontrollgremium auf 3 zu reduzieren, hier angesprochen hat. Also, es ist nicht eine große Geste, jetzt von 5 auf 7 zu gehen, sondern die parteipolitische Diskussion, die eigentlich ja außen vor sein sollte in dieser Frage, die feiert munter ihre Urstände, und das parlamentarische Kontrollgremium wird genauso behandelt wie alle anderen Ausschüsse oder Gremien, die hier zu besetzen sind, nämlich nach parteipolitischen Gesichtspunkten und nicht nach, was weiß ich, Demokratiegesichtspunkten. Und das hat insbesondere die CDU zu verantworten. Das ist doch klar. Der Koalitionsvertrag sieht in der Tat Neuregelungen vor, die Schwarz-Grün in der letzten Legislaturperiode noch strikt abgelehnt haben. Das geht uns zwar nicht weit genug, aber immerhin, es bewegt sich etwas, und das ist gut. Doch da nützt es am Ende nichts, wenn wieder hauptsächlich die Regierungsfraktionen vertreten sind bzw. diese per Mehrheit alle wichtigen Positionen besetzen. In der Anhörung zur parlamentarischen Kontrolle 2018 sagten Sachverständige und Staatsrechtler eindeutig, Kontrolle kann und muss durch die Opposition gewährleistet sein, am besten, indem alle Fraktionen vertreten sind. Es müssen zumindest die Möglichkeit bestehen, dass alle Fraktionen vertreten sein können, wenn sie die Mehrheit des Parlaments auch wählt. Und das wäre nur möglich, wenn die Begrenzung nicht auf 7 Mitglieder, sondern auf 9 Mitglieder vorgenommen wird, so wie es der Antrag von SPD und FDP vorsehen. Ich gebe zu bedenken, dem NSU-Ausschuss sollten CDU, Grüne und FDP nicht einsetzen. DIE LINKE hat hier eine anerkannt wichtige Rolle gespielt, und im Deutschen Bundestag, das ist ja jetzt mehrmals erwähnt worden, war in der vergangenen Legislaturperiode André Hahn von den LINKEN sogar Vorsitzender des Kontrollgremiums. Für einen parteipolitischen Ausschluss gibt es also meines Erachtens keine Begründung. Und ich finde, dass sich sozusagen die Kontrolle eines solchen Gremiums erst dadurch erweist, als wirkungsvoll erweist, wenn ihre schärfsten Kritiker, also wir, auch diese Kontrolle mit vollziehen können. Und das ist auch unter Demokratiegesichtspunkten, glaube ich, ein wichtiges Argument, das allerdings die Koalition mit ihrem Antrag vereiteln will. Deshalb sage ich, kommen Sie zum Schluss, Herr Schaus. Ich komme zum Schluss, danke schön. Deshalb sage ich, wir unterstützen den Antrag von SPD und FDP, und ich kündige für die morgige Wahl bereits meine Kandidatur an. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Herr Wagner zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Rudolph hat angesprochen, dass die Oppositionsfraktionen bei dieser Abstimmung zu Pairing bereit waren. Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken im Namen meiner Fraktion, die aus persönlichen Gründen heute nicht vollständig anwesend sein kann. Ich finde das sehr fair und möchte mich ausdrücklich dafür bedanken. Wir sind uns auch einig, dass wir die Instrumente zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes weiter verbessern wollen. Das, was Kollege Rudolph hier vorgetragen hat, ist in weiten Teilen auch das Programm, das wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Da werden wir in einer der nächsten Sitzungen Gelegenheit haben, uns intensiv darüber auszutauschen. Aber auch hier gibt es, glaube ich, mindestens einmal eine Schnittmenge von Gemeinsamkeiten.
Es gibt bei der Entscheidung, wie groß die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz ist, kein Schwarz oder Weiß, und es gibt auch kein Richtig oder Falsch. Die Zusammensetzung wird ausdrücklich nach anderen Kriterien entschieden als die Zusammensetzung der Ausschüsse des Hessischen Landtags. So ist es im Gesetz über die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes niedergelegt, übrigens nicht nur in Hessen, sondern in allen Bundesländern, dass der Landtag eine bewusste Entscheidung über die Größe des Gremiums trifft und dass es nicht der Automatismus ist, wie wir es bei der Besetzung der Landtagsausschüsse haben. Und so ist das Bild, was wir in Deutschland haben, in den Länderparlamenten haben, auch ein sehr buntes, was die Größe und die Zusammensetzung der parlamentarischen Kontrollkommissionen angeht. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, das herauszusuchen. 3 Mitglieder hat die Parlamentarische Kontrollkommission in 3 Bundesländern. 5 Mitglieder hat die Kommission in 4 Bundesländern. 6 Mitglieder hat sie in 2 Bundesländern. 8 Mitglieder hat sie in 1 Bundesland. 9 Mitglieder in 2 Bundesländern. 11 Mitglieder in 2 Bundesländern und 13 Mitglieder in 1 Bundesland. Es gibt also nicht Schwarz oder Weiß, es gibt eine breite Bandbreite von Möglichkeiten, wie man diese Parlamentarische Kontrollkommission zusammensetzen kann. Wir in Hessen schlagen Ihnen jetzt 7 vor. Damit gibt es 9 Bundesländer, in denen die Parlamentarische Kontrollkommission kleiner ist als in Hessen, und es gibt 6 Bundesländer, in denen sie größer ist. Ich glaube, wir sind da auch in einem guten Konzert und in einem guten Rahmen aufgestellt, meine Damen und Herren. Und damit wir keine Mythen verbreiten, Herr Kollege Schaus, in jedem Bundesland ist es so, dass die regierungstragenden Fraktionen die Mehrheit in diesem parlamentarischen Kontrollgremium haben, damit wir hier keine Mythen aufbauen. Ich sage Ihnen, mein Selbstverständnis als Mitglied einer Regierungsfraktion ist selbstverständlich, dass auch ich den Verfassungsschutz kontrolliere, weil das die Aufgabe von uns allen Abgeordneten ist. Wenn wir uns anschauen, wie ist denn in anderen Bundesländern die Beteiligung der Opposition geregelt, der Oppositionsfraktionen, auch da gibt es kein Schwarz und kein Weiß, da findet sich alles. Es gibt Bundesländer, da ist nur ein Oppositionsabgeordneter in dem Gremium vertreten, und die Höchstzahl von Oppositionsabgeordneten ist 4 in Bundesländern. Sie sehen, auch hier liegen wir mit 3 Vertreterinnen und Vertretern der Oppositionsfraktionen in Hessen eigentlich gut im Konzert der anderen Bundesländer, meine Damen und Herren. Ich will mich bedanken, dass wir nach der etwas heftigen Debatte im letzten Plenum sehr gute Gespräche hatten über die Größe der Parlamentarischen Kontrollkommission. Da wurden verschiedene Modelle diskutiert. Es wurde auch einmal über 6 Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission nachgedacht. Natürlich wurde über 9 gesprochen. Am Ende sind wir jetzt bei 7. Ich glaube, ich habe Ihnen dargelegt, dass wir da ganz gut liegen. Und es kann ja durchaus Sinn machen, und ich finde, das sollten wir uns gegenseitig nicht vorhalten, dass man zu dieser Lösung 7 kommt, wie man auch auf andere Ideen kommen kann. Aber eine Motivation für 7 ist, dass wir nicht wollen, dass eine Fraktion, die selbst Prüffall des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist, Prüffall des Verfassungsschutzes ist, bei uns in der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz sitzt. Herr Wagner, kommen Sie bitte zum Schluss. Das ist ein Argument, das man doch wägen kann, auch wenn man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Wagner. Die AfD hat noch eine Restzeit von 2 Minuten 29. Dazu hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet.
Herr Präsident, werte Kollegen, meine Damen und Herren! Das ist jetzt schon ein Lackmustest. Das ist Ihnen ja hoffentlich klar. Gut, wir kennen natürlich die Spiele, wir alle sind Demokraten, aber manche sind dann doch irgendwie, wir sind zwar alle gleich, aber einige sind gleicher. Mag ja alles sein. Aber ist es denn wirklich so, dass die Funktionsfähigkeit des Gremiums und damit mittelbar auch des Verfassungsschutzes selbst gewährleistet bleiben soll oder nicht vielmehr seine politische Instrumentalisierung? Und Sie haben ja gerade das Thema Prüffall auf die Tagesordnung gesetzt. Nein, wir sind keiner. Und übrigens, das Verwaltungsgericht Köln, heute eben in diesen Minuten, ist gerade durchgesichert. Es hätte nicht kommuniziert werden dürfen. Ja, und ein Prüffall kann auch mit negativem Ergebnis enden. Der Punkt ist, dass das doch offenkundig ist, dass Herr Haldenwang sich natürlich für seine Berufung bedanken wollte, indem er offensichtlich Rechtsbruch begangen hat. Und das ist nichts Neues. Das ist nichts Neues, denn wir wissen ja schon aus den einschlägigen Verfassungsgerichtsurteilen zur rechtswidrigen Beobachtung der Republikaner und der Zeitung Junge Freiheit, dass der Verfassungsschutz rechtswidrig handeln kann. Also ist doch klar, dass er auch entsprechend kontrolliert werden muss. Wenigstens darüber scheint Einigkeit zu herrschen. Also, tun Sie das einzig Vernünftige. Die stichhaltigen Argumente sind bereits vorgebracht worden. Sorgen Sie dafür, dass eine echte parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes stattfinden kann. Und das kann nur die Opposition leisten. Danke schön. Danke, Herr Lichert. Mir liegt eine weitere Wortmeldung seitens der AfD-Fraktion vor, vom Herrn Lambrou. Es bleiben noch 51 Sekunden. Ich habe ja gar keinen Namen genannt. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf zwei Punkte aufmerksam machen. Das eine hat mein Kollege Andreas Lichert bereits gesagt. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis Spiegel Online. Verfassungsschutz darf AfD nicht Prüffall nennen. Ein Eilantrag der AfD hatte Erfolg. Der Verfassungsschutz darf die Partei nicht als Prüffall bezeichnen. Das entschied das Verwaltungsgericht Köln. Das Bundesverfassungsgesetz enthalte keine Rechtsgrundlage für die öffentliche Bekanntmachung, dass eine Partei ein sogenannter Prüffall sei, erklärte das Gericht. Wichtig jetzt noch der folgende Satz. Die Bezeichnung als Prüffall komme in der Öffentlichkeit eine negative Wirkung zu. Dann möchte ich noch abschließend darauf hinweisen, Herr Wagner, es geht uns nicht darum, wie viele Mitglieder in einer Kommission sitzen. Wenn Sie zwei Fraktionen raushalten, dann können Sie da auch 15 Leute reinwählen. Herr Lambrou, kommen Sie bitte zum Schluss. Vielen Dank. Danke sehr. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, und wir kommen damit zur Abstimmung. Ich rufe als Erstes den Tagesordnungspunkt 16. Das ist der Antrag der Fraktionen SPD und Freien Demokraten auf, Drucksache 120 aus 20. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind AfD, SPD, FDP und DIE LINKEN. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit hat dieser Antrag keine Mehrheit gefunden. Als Nächstes rufe ich den Antrag der Fraktion der AfD auf, Drucksache 181 aus 20. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD und der FDP. Wer stimmt dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich? Dann stelle ich fest, dass bei Nichtteilnahme von SPD und LINKEN der Antrag durch die Koalitionsfraktionen abgelehnt worden ist. Dann rufe ich auf den Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20234. Wer diesem Antrag die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? AfD, FDP, SPD und LINKE sowie die fraktionslose Abgeordnete. Entschuldigung, dass ich das jetzt eben übersehen habe. Damit hat dieser Antrag die Mehrheit gefunden. Und wir sind hoffentlich vorbereitet, morgen früh dann auch oder morgen Nachmittag auch zu wählen.